Hallo Daniel. Hallo Christian. Das ist aber schön, dass du vom Spielfilm hier mal beim Terza Visione vorbeischaust. Ja, ich meine, du hast gesagt, du kommst nach Frankfurt, du schaust dir alte Filme. Darf ich natürlich sagen, komm ich mit? Also, das wäre ja schon, würde ja sonst gar nicht passen, wenn der Spielfilm hier gar nicht dabei wäre. Hattest du vorher schon davon erfahren, dass das Filmfest hier stattfinden wird? Nee, gar nicht. Hatte ich ja dir auch schon geschrieben, so ist halt so echt nicht meine Baustelle, irgendwie italienisches Genre-Kino. Deswegen hatte ich mich da auch ganz auf deine Expertise verlassen, was wir uns denn da anschauen. Und am Sonntag wollen wir ja nochmal Argento gucken. Das ist mir ein Begriff, aber da endet es dann auch schon. Also ich bin absichtlich auch hier, das ist jetzt die vierte Ausgabe vom Terza Visione. Ich habe das vor 2 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal mitbekommen, als es da so im Com-Kino passierte. Ich bin da eh neugierig geworden durch das, was Max in Rostock im Lichtspieltheater wundervoll so macht, ne? Also dieses Überlegen, was ist denn so, was könnte man für alte Filme zeigen und wie verpackt man das Ganze? Mhm. Wurde ich dann neugierig, wie machen andere Kinos denn das? Mhm. Und das ist ein Com-Kino, das klingt dann immer so ganz fantastisch, weil alles ganz frei und ehrenamtliches Engagement ohne Ende. Die Schattenseite davon ist auch, dass Leute manchmal echt ganz schön grenzwertig gerade so das immer noch irgendwie hinkriegen. Und als ich denn jetzt hörte, jetzt ist es im Filmmuseum und die haben auch Kontakte zu europäischen Filmarchiven, können da tolle Kopien ranschleppen, dachte ich, eine gute Gelegenheit, einen total toten, blinden Fleck in der Filmgeschichte für mich auch aufzulösen, weil ich kenne keinen einzigen dieser Filme, die hier gezeigt werden. Und deswegen war es auch schön, als du mich gefragt hast, ja, und welchen würdest du denn gucken wollen? Also welchen würdest du empfehlen? Ja, keine Ahnung. Und natürlich gucke ich auf das Programm und denke, wie, es gibt einen Filmemacher, der sonst eher so als Aktionskünstler und andere Dinge irgendwie unterwegs war, hat nur 3 Spielfilme gedreht. Das ist, glaube ich, sein letzter Kinospielfilm. Danach hat er irgendwie noch was fürs Fernsehen gemacht. Das klingt doch aufregend. Und ich bin auch total bereit, dass wir danach rausgehen und denken, okay. Ja, kein Wunder, dass der nur 3 gemacht hat und dass ihm keiner noch einen 4. erlaubt hat. Also ich weiß tatsächlich nicht wirklich genau, worauf wir uns einlassen. Fand aber, dass, also es klang nach dem experimentellsten von allen, die im Programm sind. Und ich fühlte mich da auch mit dir so einfach irgendwie in so einen sicheren Sphären, dass wenn du sozusagen auch noch ein bisschen deine Philosophie-Hintergründe mit auspackst, können wir das schon bewältigen. Okay. Nur nicht die, stell mich auf keinen Podest, sonst erreichst du mich nicht mehr. Ja, aber mich erreichst du zum Beispiel mit deinen YouTube-Videos. Dankeschön. Ja, weil ich so denkst so, ach geil, ja super, ich beschäftige mich ganz aus ganz anderen Gründen gerade mit Platons Höhlengleichnis. Schön, wenn du das nochmal kurz in 10 Minuten aus deiner Perspektive zusammenfasst. Das würde mich jetzt tatsächlich noch mal kurz interessieren. Also, wie kommt da das Sendungsbewusstsein zustande? Diese YouTube-Videos, die, kann man das so verkürzt sagen, philosophische Thesen sozusagen als YouTube-Serie? Ich wollte nicht verwurst sein. Doch, das kann man auch schon sagen. Also, ich versuche das schon. Ist eine Reihe zur Philosophiegeschichte. Ich habe ein bisschen was Totales gemacht zu Sokrates und jetzt halt Platon. Und es ist, glaube ich, aus dem Wunsch entstanden, die Philosophie, die eine große Liebe in meinem Studium war, es war eigentlich nur mein Nebenfach, ich habe Hauptstudium Kommunikationswissenschaft studiert, aber ich habe, glaube ich, doppelt so viele Seminare in Philosophie belegt, weil ich es halt einfach mochte und noch das schöne alte Magisterstudium hatte, wo ich mir diese Freiheit auch nehmen konnte. Und mache jetzt halt was in der Werbung, was ganz anderes so. Und aber wollte halt, dass diese Liebe zu dieser Wissenschaft, der Philosophie eben nicht aufgeben und lese halt auch so immer noch aus Interesse philosophische Texte. Und dann irgendwann war ich auch immer in Social Media immer Bereich, gucke, was geht, was probierst du mal aus, wollte ich mich dann eben YouTube mal nähern, einfach um es mal auszuprobieren und habe das dann als Anlass dafür genommen, einfach mal wieder in die Philosophie einzutauchen. Ja, und ich finde das, ich denke mich manchmal auch drüber nach, wie können dann eigentlich Inhalte, die mich auch wirklich interessieren würden und für die ich mich nicht so sehr schäme, sozusagen bei YouTube ihren Platz finden und wie erreicht man damit Menschen? Und ich hab das tatsächlich war sehr neugierig, als ich so gesehen habe, okay, da ist so ein Video und das haben jetzt schon 10 Leute geklickt. Es ist auch nicht leicht. Gute Inhalte und trotzdem guckt es keiner. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gemerkt habe, dass das ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ganz schön doll zugenommen hat, so das ein oder andere Video etwas mehr Sichtbarkeit bekommen, soweit man den ganzen Analytics von Google trauen möchte.
Und ich frage mich nämlich die ganze Zeit immer, was könnte denn so ein Format eigentlich für das, was wir in den Filmpodcasts machen, was ihr bei Spätfilm macht, was wir bei der Wiederaufführung versuchen und in vielen anderen Podcasts, was könnte das sein? So ohne auf dieses, also was mich ja nervt, ist, ich hätte natürlich auch Lust, viel mit Filmausschnitten und Ähnlichem zu arbeiten. Das ist, fühlt sich in Deutschland wie die Hölle an, die Urheberrechtshölle, kommt man dann. Ich frage mich immer noch, was das ist. Es ist mit Sicherheit nicht eine Kamera laufen lassen, während ich mit Max anderthalb Stunden über einen Film da war. Also. Genau, da musst du irgendwie das schon dem Medium anpassen. Ich habe da auch, damit habe ich auch angefangen, dass ich halt so mit unserem einfach mal ganze Sendung hochgeladen oder mal irgendwie nur so ein 10-Minuten-Fipsel hochgeladen und dann irgendwie mal irgendwie ein paar Bilder unterlegt mit so einer Slideshow oder so. Aber das hat sich auch alles irgendwie nicht organisch angefühlt, nicht richtig. Mhm. Und, beim Film ist es tatsächlich schwer, weil du willst die Bilder zeigen. Also, ich meine, was wir machen, ist ja schon immer so eine Krücke. Ich versuche auch, manchmal habe ich so Anwandlungen im Spätfilm, wenn ich so eine Szene, so zum Beispiel eine Hitchcock, so begeistert und ich versuche dann wirklich so jeden Shot nachzuerzählen. Und natürlich ist das nur eine Krücke. Ich meine, auch wenn es super Spaß macht, über Filme zu reden und das eher ein paar Leute anhören, also es ist offensichtlich nicht ganz verkehrt ist, aber wenn du schon ein visuelles Medium hast, dann willst du natürlich eigentlich die Fitzel zeigen und gerade im englischsprachigen Raum gibt es da ja durchaus den einen oder anderen Film-Essay der Essayisten, der wirklich was drauf hat und das ist wirklich schade, dass das deutsche Urheberrecht oder das europäische Urheberrecht da so einen Hammer drauf hat, dass das nicht funktioniert hier. Ja, ihr habt auf jeden Fall so viel Respekt vor, dass ich mich das nicht traue, Tommy noch nicht mal Audio-Filmausschnitte in unserer Wiederaufführung mit reinzupacken. Und finde, das gehört eigentlich dazu, also dass man manchmal einfach bestimmte Ausschnitte oder dergleichen irgendwie oder allein mit Filmmusik, wenn man da arbeiten könnte, ne? Also wie gut man dann auch, ich weiß, wie mich das in amerikanischen Filmpodcast reinholt, wenn die von den Filmen, die da besprechen, gerade Filmmusik mit anspielen. Ja. Ne? Aber. Okay, das soll jetzt hier nicht die Jammerecke werden. Ich würde gerne noch mal kurz mit dir drauf gucken. Gibt es von dir gerade eine Erwartungshaltung auf den Film, den wir jetzt gleich gucken? Ich habe so ein bisschen, ich habe so einen ganz schmalen Grat versucht einzunehmen, dass ich mich nicht spoilern lasse, aber so ein paar Infos mehr reinhole. Und ich bin jetzt doch sehr gespannt. Also das soll ja irgendwie Mystery-Horror-Ecke sein. irgendwas mit Wahrsagen, okkulten Kräften und Mutter-Sohn-Konflikt. Hört sich alles bizarr an. Ich bin ja immer so schlecht mit Filmtiteln. Wie heißt der, dieser Avantgarde-Horrorfilm, auf den alle abfahren? Auch von Argento? Oder? Nee. So. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt so gut auskenne in den Avantgarde-Horrorfilm. Den kennst du bestimmt. Also, das ist dieser in Berlin mit Sam Neill. Ach so, wir hatten ihn auch besprochen, richtig. Genau. Es ist Possession. Genau, Possession. Da habe ich auch so ein paar Anleihen, also gehört, so ein paar Vergleiche mit Possession. Ja. Und, ist sehr gespannt, bin ich. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe jetzt vier Filme schon hier gesehen und da gab es schon manchmal so Querverbindungen, also für mich überraschende Querverbindungen. Zum Beispiel Carlo Rambaldi, der berühmt-berüchtigte Kreaturendesigner, zum Beispiel auch von E.T., damit hat er sich sozusagen in die Filmgeschichte der ganzen Welt eingeschrieben, hat auch viel in Italien gemacht und hatte zum Beispiel eine sehr absurde und eklige Szene, die hier interessanterweise auch gekürzt gelaufen ist, in der Kopie, die wir gestern gesehen haben, in dem Film, ich kann den jetzt gerade nur so waghalsig übersetzen, eine Eidechse in einer Frauenhaut von Lucio Fulci. Da gibt es eine Sequenz, in der so Hunde aufgetrennt die Organe da so raushängen und so. Das ist in der Fassung, die wir gesehen haben, nur ganz kurz zu sehen. Aber wir hatten vorher auch noch erfahren, dass Carlo Rambaldi sich dafür auch vor Gericht verantworten musste, dass das wirklich künstlich erzeugt worden ist, weil es sah so überzeugend aus. Und in Possession gibt es auch eine absurde Kreatur, die also nur durch ihre Absurdität als Kunstwesen, ansonsten wirkt das ganz schön echt, obwohl es das halt, also verrückte Kreatur. Und das bringt mich gerade drauf, dass also meine Erwartungshaltung auf jeden Fall schon durch diese vier Filme auch beeinflusst ist, auch wenn manchmal vielleicht etwas nach einem konventionellen Thriller aussieht. Oder heute Mittag gab es einen wirklich konventionell aussehenden Sandalenfilm, aber da drin stecken Überraschungen und Grenzüberschreitungen, zumindest so in meiner Seherfahrung,
wo es dann plötzlich Ausschläge in Richtung Gewalt oder Sexualität gibt, mit denen ich nicht rechne, in denen ich dachte, also ich dachte schon mal, der Sandalenfilm, das ist halt einfach, das ist quasi für die ganze Familie, aber es gibt Momente, die sind nicht für die ganze Familie und bei Lucio Fulci schon gar nicht, so, also auch zum Beispiel Diabolik, der Film von Mario Bava, mit dem das hier startete, der quoll förmlich über vor, also plotmäßig war da nichts zu holen, aber mit einer ausladenden Genüsslichkeit wurden da also ganze Szenen ganz lange ausgespielt, so, in denen es auch manchmal einfach wirklich nur darum ging, Frauenkörper anzugucken. So. Also das ist, deswegen bin ich auf alles gefasst, sozusagen jetzt auch hier. Mir scheint es, als würde hier so eine künstlerische, anspruchsvolle Haltung sich irgendwie sozusagen aufdrängen können. Aber vielleicht werden wir manchmal einfach nur denken, oder mal gucken, ich will jetzt gar nicht vorwegnehmen. Aber, ich, also erwarte auf jeden Fall auch Irritation. Ja, also wenn du Lust hast, dann können wir auch mal kurz erhaschen, was wir nach der Vorstellung sozusagen für ein Gefühl haben. Und dann hören wir uns sozusagen nach der Vorstellung wieder. Auf der anderen Seite des Films. Sehr gut. Prost. Lass es dir schmecken. Ich bin ja mal ein bisschen froh, wenn ich gleich irgendwie eine andere Tätigkeit machen kann, weil manchmal lassen mich Filme so durcheinander zurück. Wüsste ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wir hatten ja schon Kommunikation nonverbal, also ich habe dir schon mal meine Augenbrauen hochgerissen, als der Abspann durch war. Also meine Irritation habe ich bekommen. Die Irritation, die, ja. Du dir erhofft hattest. Ja, mit denen ich gerechnet habe. Ich wollte vorbereitet sein. Nein, also ich, also so in dieser... Nee, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich fast schon lustvoll den Suspense habe, wird die Welt gleich vor meinen Augen völlig aus den Angeln fliegen. So. Also das war gerade so die letzten 20 Minuten, war ich mir nicht sicher, bricht gleich das völlige Inferno? Also im Sinne von, muss ich unfassbar schreckliche Bilder sehen? Entschuldigung, ja. Sind Sie von hier? Wir sind zu Gast hier, ja. Kennen Sie sich hier ein bisschen aus? Ich nicht. Nach Altsachsenhausen? Nach Altsachsenhausen. Hier runter? Ja. Ich glaube jetzt rechts, oder? Nee, zwei. Da, wo die nächste passen. Machst du nächste rechts. Nächste und rechts? Alles klar. Prima, danke, ne? Diese Welt, ich glaube, sie fliegt schon ein bisschen aus den Angeln. War annähernd so surreal wie eben der Film. ja, findest du, hat ihn gut zu Ende gebracht? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt so nicht beantworten. Nein, also, wenn ich das daran messen würde, ob ich jetzt ein paar weniger Fragezeichen als so zwischendrin haben sollte, dann nein, dann hat er das, also dann hat er, ist das, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er da endet, wo er endet. Mhm. Also für mich war das tatsächlich gerade eine Spirale, die sich aufgebaut hat und es gibt ja so Momente, also vor allem an dem Esel mache ich so fest, dass es Sachen gibt, von denen ich denke, ah, jetzt werden sie sogar noch schlüssig zusammengebracht. Also ich bin in so einer Erwartungshaltung, dass das jetzt quasi gleich ein... Also gleich ergibt alles Sinn. Hab natürlich trotzdem die Vermutung, ne, das wahrscheinlich nicht. Also so hat der Film nicht angefangen und so wird er wohl auch nicht zu Ende gehen. Aber also, mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn mir jetzt jemand noch die Anekdote erzählt, ach übrigens, bei den Dreharbeiten ist ihnen irgendwann das Geld ausgegangen und haben sie einfach da aufgehört. Dass ich Interessant, weil den Gedanken hatte ich zwischendurch auch, dass ich dachte, so, ob da vielleicht auch einiges nicht zusammengepasst hat. Und dann dachten sie sich am Ende so, okay, dann schneiden wir mal was, was so irgendwie ein kohärentes Ganzes gibt. Aber also ich fand es jetzt gar nicht so... Also es war halt, wir hatten der Film mal zweigeteilt. Mhm. Es gab eine Pause in der Mitte, was ja bei uns auch ungewollt, aber... Stimmt, wir hatten sogar eine dritte Pause. Ja, bei uns der Film gerissen an einer Stelle. Aber nein, es gab quasi eine Schrifttafel auch zwischendurch, das ist jetzt der zweite Teil. Und eigentlich hatten wir einen realistischen Film mit wenigen surrealen Elementen und dann einen surrealistischen Film mit wenigen realistischen Elementen. Also, aber die Kerngeschichte hat er ja durcherzählt von dieser Mutter-Sohn-Beziehung, wo die Mutter quasi eine Scharlatanin ist und der Sohn aber irgendwie ein echter Hexer, der seine Fähigkeiten entdeckt. Und aber auch jetzt nicht wirklich sie zum Guten einsetzt, sondern nur Scheiße damit macht. Und
zu denen kommt halt eine junge Frau. Was die will, weiß ich gar nicht genau. Irgendwie, die will, dass ihre Beziehung gut wird. Sowas. Ich glaube, ja, für mich verkörpert die sozusagen das, was wir auch gesamtgesellschaftlich immer wieder sehen. Lauter Leute, die in ihrer Misere darauf warten, dass ihnen jemand anders hilft und sozusagen total verführbar sind, von der Scharlatanin ausgebeutet zu werden. Die hilft denen gar nicht. Die hilft ihnen nur, dass sie auch den nächsten Termin noch bei ihr brauchen. Genau. Und sie ist, finde ich, so ein besonders extremes Beispiel, weil sie immer mehr... Ich meine, sie bringt sozusagen die Scharlatanin an die Grenze, weil sie will etwas von ihr, was maximal wirksam und konkret ist. Und das kann sie nicht bieten, weil sie lebt ja im Unkonkreten. Aber was soll denn der Talisman, sie soll ihr so einen Talisman machen, was soll der denn bewirken? Das habe ich nicht verstanden, weil... Die Unsicherheit nehmen. Also das würde ich jetzt so... Okay. Also so zumindest gibt's, also sie stellt verschiedene Fragen. Sie will mal Sicherheit haben zu der Hochzeit, mal Sicherheit für die... Ich meine, alles dreht sich um Hochzeit und Ehe und irgendwann kommt dieser Kinderwunsch, der wird dann nicht mehr von ihr artikuliert. Erst dann, ich habe das Gefühl, er wird ihr so ein bisschen von dem Sohnemann aufgezwungen. Ja, ja, natürlich. Also, das war das, was ich gerade sagen wollte. Er, seine arkanen Fähigkeiten, die sich immer weiter entwickeln, die lebt er dann voll an dieser Frau aus, in der er sie auch missbraucht und unter seinen Willen bringt und dann mit ihr Sex hat und sie wird dann schwanger und am Ende muss dann die Mutter irgendwie diese... eine Abtreibung herbeiführen, wie auch immer sie es mit ihrer Scharlatanerie hinkriegen sollen und so. Und das ist so dieser realistische Kern, der in dem ganzen Film steckte quasi. Am Anfang halt noch alles sehr konkret. Und im zweiten Teil dieses, wurde die Geschichte halt immer ausgepflanzt und wir kamen halt immer mehr Szenen rein, die halt zu dieser Narration in keinen direkten, also buchstäblichen Zusammenhang standen, nur noch metaphorischen Zusammenhang. Und da halt tolle Bilder irgendwie, wie die Mutter immer lebende Frösche ausspuckt zum Beispiel in einer Szene, bis der ganze Herd voll sitzt oder Christian sagt es eben schon, wie ein Esel an einem Gebäude hochgezogen wird, ein lebender, echter Esel. Und ich weiß nicht, hast du auch so ein morbides Gefühl, weil wir vorher diesen Toten, also die Überreste von, also die skelettierten Überreste von einem Esel sehen? Also ich warte die ganze Zeit auf den Moment, wo der da runterfällt. Ja, ich hatte auch, dass das in irgendeinem Zusammenhang noch stehen muss, aber der wird dann halt assoziativ herbeigeführt. Und ich habe sozusagen, es gibt so eine schöne Klischeeschublade, die ich für den italienischen Genrefilm habe, nämlich, dass es da ab und zu Momente von Tiersnuff gibt, ja. Also das, und ich die ganze Zeit mir nicht sicher sein konnte. Wird jetzt ein so ein Frosch vor der laufenden Kamera zerrissen? Wird dieser Esel auf den Boden knallen? Ja, es gab halt auch so also bei der Einführung des Films wurde uns halt gesagt, dass man die bizarrste Szene mit einem Esel jemals sehen würde. Ach ja, richtig. Da habe ich die ganze Zeit, als der Esel da hochgezogen wurde, dachte ich, ich hoffe, das ist es jetzt schon. Ich hatte die ganze Zeit gerechnet, dass noch jemand Sex mit diesem Esel hat. Oh Gott, jetzt. Alles wäre möglich gewesen, wirklich. Ist interessant, dass ich das vergessen habe. Also das war ja eigentlich sehr prägnant in der Einführung. Habe ich dann nicht mehr dran gedacht. Aber es ist dann in Anführungszeichen nur ein Esel, der an einem Gebäude hochschwebt. Von Kindern, die da zugucken. Ich meine, das ist übrigens auch was, das war super grenzwertig für mich. Also während ich so am Anfang in dem realistischen Part des Films das einen sehr schönen, bissigen Kommentar finde, also quasi so die hilflos, gleich am Anfang so hilflos suchende Erwachsene, die nicht wissen, wo sie gerade hin müssen, und dann die Kinder dann fragen, als wenn die das jetzt wissen müssten. Und die wirken schon so wie, ich habe auch keinen Bock mehr darauf, den Erwachsenen immer zu sagen, wo es lang geht. Da läuft schon ein Mädchen mit einem Geigenstrick rum. Also hast du das Gefühl, die steigen alle bald aus. Wenn die Erwachsenen das nicht hinkriegen, dann ist auch egal. So. Aber wenn das dann später sich steigert, wenn der junge Magier sozusagen ausprobiert, welche Möglichkeiten er hat und dann auch die Kinder anstiftet und mitreißt, wenn die einmal diesen Mann überfallen und die Kinder den dann beißen. Also es geht auf jeden Fall für mich so schon auch so an die Grenzen. Also es beschreitet nie eine gewisse Geschmacksgrenze, es ist aber... Es war manchmal schon dicht dran. Ja, so, dass, ja vielleicht, das, manchmal ja, vielleicht auch schon drüber. Ja, also, dazu es gibt von dem, was du da an Bildern siehst. Ich fand,
Da, also ich fand auch da eigentlich so, so von rein inszenatorisch die erste Hälfte spannender, ja, weil er es da geschafft hat, mit eigentlich nur mit Close-Ups immer eine ungeheure Spannung herbeizuführen. Also wir hatten mehrere Szenen, wo da hier halt der junge Protagonist U-Bahn fährt und er die anderen Menschen beobachtet und wir halt dann wirklich so super Close-Ups von ihren Körpern, ihren Gesichtern bekommen haben. Und ich, er hatte manchmal sehr, sehr prägnante Musik, da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob die in der Szene drunter lag, weil manchmal gab es auch wieder Szenen dann, wo gar keine Musik war. Jedenfalls diese, also wo man wirklich nichts Schlimmes gesehen hat, aber die Bilder trotzdem einen Grusel in dir erzeugt haben. Das hier hinten fährt gerade übrigens ein Partyboot über den Main. Es gibt ein Partyboot, ja. Es gibt hier Partyboot, ja. Ich glaube, es wird auch bei der ersten Stereo-Podcast-Ausgabe, die wird sich, glaube ich, lohnen, bei dem, was hier gerade auf der Straße alles los ist. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen den Faden verloren, aber das passt ja auch ganz gut zu dem Film. Also am Anfang war sehr dezent in seinen filmerischen Mitteln, ja, hat wirklich auch viel so mit Kameraarbeit, also ich fand auch die Einführung des Sohns ziemlich cool, so, ja, weil wir hatten so am Anfang wir hatten eine Seance-Session von der Scharlatan-Mutter mit so lauter Leuten, die im Kreis sitzen und halt irgendwie, ich weiß auch nicht, sie waren halt in Trance und haben ihre Sorgen und Nöte rausgeschrien, ja, genau, und wir hatten ziemlich also keine totalen, aber so halbtotale, ziemlich weite Shots immer von dem Raum, viele Menschen im Bild und die wurden dann immer enger und wurden immer dichter, bis dann der Sohn eingeführt wurde und der wirklich nur Augen, Mund und dann links und rechts war der Vorhang, war dann sein Gesicht quasi leinwandfüllend. Ja. Das war auch so, so rein filmisch eine sehr schöne Einführung und ja, ich habe genossen, dass ich, also als Zuschauer musste ich mir dann das auch Stück für Stück erarbeiten. Mein erster Eindruck von diesem jungen Mann ist, dass das eine übernatürliche Erscheinung ist oder es ist noch nicht für mich nicht klar, was ist da die Dynamik und dann Mutter, Sohn und Mutter, Scharlatan und Sohn entdeckt wird. Aber das kommt so Stück für Stück und ganz am Anfang dachte ich, oh, das wird schwierig. Das sind ja jetzt nicht gerade sympathische Figuren, die mich einladen, mit ihnen mitzufiebern. So. Aber das schafft eben die erste Hälfte ganz schön gut, dass man so schleichend. Das ist ja wirklich eine kammerspielartige Situation zwischen den beiden, also in denen auch Inzestmomente hineindringen. Genau. Also, kombiniert dann auch mit so Jesus-Bildern, also diese Geschichte, ja, mit dem Waschen, das ist ja ganz, ganz biblisch. Also die Mutter, die den Sohn wäscht, aber oh ja, oh ja, also es hat immer so ein Zwischen, so, das schwang immer so hin und her zwischen einerseits so dieses, wenn in der Bibel irgendwie Jesus die Füße gewaschen werden und dann halt natürlich auch wieder irgendwie so inzestuös, ja, erotischen Anwandlungen, ja, natürlich. Finde ich übrigens ganz klasse, dass, also das wird schon so, es gibt ja so einen Moment, in dem wir fürchten, oder die Mutter sich vielleicht fürchtet und die überträgt, diese Furcht überträgt sich auf uns als Zuschauer, dass der Sohn sie jetzt mit dem Messer umbringen wird, so, und vorher und währenddessen tropft so ein Wasserhahn. Und dann gibt es sozusagen diesen Moment, dass dieses Messer gar nicht in seinen Händen mehr ist, nachdem die Mutter im Schlafzimmer das Licht angemacht hat. Und dann hat der Junge einfach nur Angst und leg dich mal zu mir. Und dieses leg dich mal zu mir wird irgendwie viel zu intim für das, was wir bisher dachten, was dort das Verhältnis ist. Und während wir noch das Stöhnen dieser beiden Menschen hören, sind wir nochmal beim tropfenden Wasserhahn. Ich glaube, nur auf der Tonspur. Und wir hören das auch noch, wenn wir in so einem Kellergewölbe sind, das sich für mich dann ganz überraschend immer mehr erweitert, bis wir irgendwann merken, wir sind jetzt mittendrin in so einem U-Bahn-Schacht, ganz tief, in so einer vielleicht noch zu bauenden U-Bahn-Strecke. Und das ist so ein Moment, also ich habe gerade so, oh, wir sind jetzt in dem Untergrund, im Unterbewusstsein und im Verdrängten. Ja. Und dann sind wir quasi, also eigentlich ist das so der erste Moment, wo so ganz doll sichtbar wird, dass sozusagen vom kleinen Intim zwischen diesen beiden Menschen, Mutter und Sohn, wir das dann plötzlich so aufmachen, auf so ganz breites Bild. Also ich meine, was ist das für ein Bild? Diese Arbeiter, die also es ist jetzt ja überhaupt nicht chronologisch erzählt, aber wir können das ja mal so zusammenstückeln.
wir erleben, dass es dort unten Arbeiter gibt, die den Gliedmaßen abgetrennt werden bei der Arbeit. Die während dann, sie die U-Bahn-Schächte ja, quasi herstellen. Genau. Und aber, die dann aber dann gar nicht in der Lage sind, dann irgendwie dieses vom weiß ich nicht, Sozialamt das Geld zu bekommen, weil das nicht anerkannt wird. Und wir erleben Feuermann eine Szene, wo die Leute einfach weggeschleppt werden von irgendeinem Stasi-artigen Kommando. Ja, jedenfalls gibt es so ein Gefühl von, also irgendwie im Untergrund leiden Leute, arbeiten Leute hart, das wird nicht anerkannt. Und dann sind da die Menschen, die mit diesen U-Bahnen da durchfahren und die begegnen. Also ich frage mich so, ob das so ein. Also ja, die sind vor allen Dingen auch immer so teilnahmslos in dieser U-Bahn. Da baut er definitiv so einen Kontrast auf zwischen irgendwie der ist ja jetzt nicht irgendwie die Oberschicht oder so, aber es ist schon so eher so die schon gehobenere Schichten als so die einfachen Arbeiter, die da unten irgendwie diese U-Bahn-Schächte aufbauen. Die Infrastruktur schaffen, sind abgetrennt von denen, die Infrastruktur nutzen. Und da entsteht also so etwas. Obwohl die sich so sonst vielleicht scheinbar vom Sozialen schon gar nicht so sehr unterscheiden, das unterscheidet sie. Und das scheint auch nicht gut zu sein. Das hat irgendwie. Aber das ist ja auch so ein Moment von, es wirkt, als müsste jetzt jeden Moment müssten die Bauarbeiter dort quasi durch die Fensterscheiben der U-Bahn durchschlagen. Was passiert dann immer nicht? Ja, es gab in diesem surrealen Teil, im zweiten Teil, gab es zumindest diese eine Szene, wo dann die U-Bahn da zum Stehen kam und die davor standen und auch gegen die Scheiben geklopft haben. Genau, aber es gab keine Auflösung. Genau, also vielleicht ist es sogar öfter so, dass in diesem Film immer diese Klimax fehlt. So, ne? Also man wartet immer, oh, jetzt knallt es, jetzt explodiert es Und wenn mal was knallt, wenn mal was schießt zum Schluss, ist es immer nur im Off. Ne? Also wir kriegen es dann auch nicht so richtig zu Gesicht. Und das, was wir zu Gesicht bekommen, ist schwer einzuordnen. Ja, also das ist, glaube ich, ganz gut. Also das ist tatsächlich, also jenseits dieses einen wirklich narrativen Strangs haben wir halt so eher thematische Stränge, eben diese Bauarbeiter oder auch eben diese Musik mit diesem Geiger auf dem Feld und dann die Leute, die in der Küche von der Mutter dazu tanzten, mit der Mutter auch, da werden dann immer, also wirklich nicht keine geschlossene Narration, aber irgendwie thematisch werden dann neue Stränge aufgemacht. Aber er gönnt dir dann nicht so den Moment der Katharsis, wo er das dann irgendwie auflöst. Sondern das bricht dann irgendwann einfach ab. Und dann ist das Thema auch wieder vorbei und er hat irgendwie sein nächstes surreales Bild gefunden, an dem er sich dann wieder aufhing. Das, also ich fand es auch, hab das sehr gemocht, dass also die Schauspieler spielen das alle todernst. So. Mhm. Und trotzdem, finde ich, lässt der Film nicht zufällig auch so einen Humor zu, dass wenn zum dritten Mal dieser Geiger auf dieser Sandwüste da irgendwie auftaucht, das hat auch einen Augenzwinkern. Und ich meine, ich habe schon beim ersten Moment, wo dieses Lied so präsent ist und da diese ganzen Leute in Schwarz oder in der Küche mit der Mutter so vor sich hin wippen, das hat halt auch ein bisschen was so die Totenmesse für die Gesellschaft. So ein bisschen. Eigentlich sind es dann nur noch, wenn noch ein paar Motive, die vorher gestreut sind, nochmal wieder aufgegriffen. Und in dem Moment, wo es kurz so aussieht, als würde alles zusammenlaufen, bleibt es so stehen. Das Bild friert sogar ein, auch das läuft zum Schluss nochmal. Von dem Geiger, das bleibt dann einfach stimmt, so stehen. Ja. Die Melodie läuft weiter. Ich merke gerade, dass immer, wenn ich versuche davon zu erzählen, mir dann einfach aus diversen Stellen des Films Bilder reinschießen, ich dann während des Redens versuche, sie wieder in die Reihenfolge zu bringen. Das ist und auch merke, super schwer. Und merke, ich begradige den Film nachträglich. Also ich kriege sie gar nicht in der Reihenfolge wieder zusammen, wie sie im Film waren, sondern fange plötzlich an, mir eine als hätte ich doch noch einen roten Faden zu entdecken. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine falsche Fährte. Also dadurch, dass tatsächlich der Film nach hinten raus immer fragmentarischer wird und wir immer mehr zusammenhangslose Szenen bekommen, ist es super schwer, das irgendwie die Chronologie im Kopf zu behalten, obwohl es jetzt 10 Minuten erst deswegen gesehen haben. Wie lebt er gleich zu Beginn? Eine Texttafel, Hinweis an den Zuschauer? Nehmt es wie ein Kartenspiel und gut spielt der clever mit seinen Karten umgeht oder die Karten austeilt oder sowas. Ne? Sowas in die Richtung, ja. Ja. Aber das ist, also ich bin ja manchmal hin und her gerissen, so mit so Hinweistafeln. Und an der Stelle dachte ich, das hatte sozusagen so einen verspielten Unterton. Und ich finde, das hat der Film auch eingelöst. Also, dass er mir nie das Gefühl, ich hatte nie das Gefühl, ich müsste jetzt aber unbedingt auch was
also es gibt zum Beispiel etwas, was ich falsch und was ich richtig verstehen könnte. Ich glaube, so spielerisch habe ich den Film wahrgenommen, so finde ich, verstehe ich diese Anfangstafel auch, dass das möglich ist. Also mach mal damit. Also es sind Angebote. Ja, definitiv. Es ist nicht so ein Film, wo du drüber nachdenken kannst und dann zu einer kohärenten Interpretation irgendwann kommen wirst, sondern du hast halt tatsächlich verschiedene Motive, die er dir hinwirft, und über die sollst du mal nachdenken und vielleicht kannst du ja was draus basteln, was für dich Sinn ergibt. Und ich merke halt, ich habe schon bei manchen David Lynch-Filmen mich genötigter gefühlt, das jetzt auch wirklich gut entschlüsseln zu können, obwohl es, glaube ich, da genauso hirnrissig ist, das wirklich ernsthaft zu unternehmen. Ich merke jedenfalls, dass ich immer schmunzel, wenn mir im Internet Deutungsversuche von sowas wie Lost Highway dann begegnen, wo die Leute dann Lust bekommen, die Schleife einmal komplett auszuerzählen. Und ich merke, aber und dann jetzt? Was? und ich in dem Film aber gemacht habe, das ist eben genau, ich glaube, ein besseres Wort als das ist sozusagen ein. Das ist was Verspieltes hat, und das meine ich im besten Sinne so. Spielen ist für mich immer eine Möglichkeit, was zu entdecken. Und was mir auch als Zuschauer eine Menge Freiheit gibt. Also insofern habe ich auch viel Freude gehabt, aber ich habe auch gemerkt, bin auch froh ein bisschen gewesen über die technische Pause, die unfreiwillige Pause. Die gab es schon gestern Abend bei dem Lucio Fulci-Film, der dann so in seiner zweiten Hälfte extrem verkopft und erklärbärmäßig auf der Dialogebene wird. Das strengt dann ein bisschen an. Und es war irgendwie schön, da mal kurz Luft zu holen. Und heute hatte ich das auch. Also ich habe kurz gemerkt, kurz mal aussteigen, und ich hatte ein gutes Gefühl, das ist auch ein tolles Publikum, dass alle blieben sitzen und wussten schon, das machen die schon. Ja, ich fand tatsächlich, um auch mal ein bisschen Performance-Kritik zu bringen, dass dieser zweite surreale Teil war tatsächlich für mich ein Ticken zu lang. Wenn der noch ein bisschen gestrafft gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, auch mit so einem runderen Gefühl rausgegangen. Aus dem Film ist weil so zwischendurch war ich echt dabei so, also ich habe dich auch immer wieder lachen hören, und es war tatsächlich irgendwie ein rundes Ding in seiner Absurdität, aber er hat es so ein bisschen zu lang getrieben, sodass ich dann doch irgendwann merkte, so jetzt setzt die Ermüdung ein, jetzt mag ich nicht das nächste Bild, aus dem ich mir keinen Sinn machen kann, hingeworfen zu kriegen. Ich habe schon genug in meinem Hinterkopf, über die ich noch nachdenken möchte. Das teile ich. Weil du das vorhin gerade so, weil dieser Film sich dafür auch so anbietet, den so auch drin zu verstehen in diesen zwei Hälften. Das, was wir gesehen haben, dieses Ende, erster Akt, Beginn, zweiter Akt, das habe ich schon jetzt zwei oder drei Mal bei den anderen italienischen Filmen auch aus dieser Zeit. Und auch der 50er-Jahre-Film heute hatte das schon, das Melodram. Jetzt finde ich das bemerkenswert. Ich kannte das nicht. Das wird ja wahrscheinlich oft auf DVDs und Blu-rays dann auch mal irgendwie weggekürzt. Mir scheint, das ist jetzt halb, also gar kein Wissen, aber ich spekuliere, dass das offenbar eine, also die Idee war, also dass die Kinovorführung zweigeteilt war. Dass es also eine Pause gab. Also ohne, dass der Film dafür 3 Stunden hätte gehen müssen, wie wir das heute vielleicht gewohnt sind. Finde ich bemerkenswert. Also es ist nicht nur eine Idee dieses Films, sondern eher eine, wie soll ich sagen, also eine Routine, ein typisches Muster für den italienischen Film aus dieser Zeit, in zwei Akten erzählt zu werden. Und finde ich ja interessant, also sozusagen auch als Filmemacher eine Idee davon zu haben, das Publikum kriegt auf jeden Fall in der Mitte eine Pause oder wo auch immer ich diesen Punkt setze. Ich merke, ich bin total, also hier für mich in Deutschland total dran gewohnt, ja, wenn ein Film so ab 130 Minuten überlegen, die großen Kinoketten, können sie die Leute noch einmal an der Popcornmaschine vorbeischicken. Also kommt da irgendwie eine willkürliche Pause rein. Naja. Aber, und dann kenne ich es von den langen Hollywood-Schinken, den 4-stündigen Cleopatras oder so, dass die nochmal eine Intermission haben. Interessante Idee, dass also bei normal, Anführungsstrichen, also üblich langen Filmen, also unter 2 Stunden auch, diese Trennung vorzunehmen. Und war das denn bei den anderen Filmen auch, dass es dann auch so ein narrativer Bruch war, wie hier? Es wurde immer genutzt. Also so stark wie jetzt in dem Film würde ich das nicht sagen. Aber zum Beispiel das Melodram, ich komme gerade die ganze Zeit auf den Titel nicht, ist ein bisschen nervtötend gerade, aber jedenfalls, der Film hatte dann einen größeren Zeitsprung zum Beispiel drin, was ich großartig finde. Also das ist natürlich ich gehe nochmal kurz raus, gehe auf Toilette, gehe mir nochmal ein Getränk holen, lande wieder im Film und bin ein deutliches Stück, mache einen großen Sprung. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Ja. Jetzt
wollte ich gerade gucken, wie das Melodram heißt. Ja, hast du aufgehört zu reden? Ja, ja, nicht eher. Ich hab dir nicht genug vertraut, dass du gerade bei der Sache bist. Nein. Nicht so. Was Christian erzählt, ist so langweilig. Ich twitter jetzt erstmal. Nein, ich wollte dir eigentlich eine Vorlage liefern. Ja, ist total schön. Ist okay. Ich hoffe, ihr habt an anderer Stelle Gelegenheit gehabt, über diesen Film schon zu sprechen, weil das jetzt vielleicht Teil eines größeren Ganzen ist. Daniel, gibt es gerade noch was wir von dem Film unbedingt nochmal mitteilen müssen, was uns gerade noch wunderbar, es gibt, als der Junge seine arkanen Fähigkeiten entdeckt, haben wir so ein paar richtig schöne, altbackene Effekte, die ich nochmal erwähnen möchte. Einmal haben wir so Stop-Motion, sich aufblätternde Karten, die wirklich gut aussahen, ja, und auch welkende Blumen in Stop-Motion, die gut aussahen. Aber mein Herz gewonnen hat dann, als in der Küche Geschirr rumschwebte und man natürlich das ein oder andere Mal dann doch noch die Schnur sah, an der es hing. Das ist immer sowas, das finde ich ganz, ganz traumhaft. Das erinnert mich dann so an alte Star Trek-Zeiten oder sowas. Das ist sehr, sehr schön. Der erste Film dieser Terza-Version war Diabolik, und da gab es auch ganz wunderbare Effekte, die darüber funktionierten, dass etwas im Vordergrund war, was in Wirklichkeit also ganz klein gewesen ist, aber dadurch, dass sozusagen Vordergrund und Hintergrund sehr weit auseinander lagen. Also zum Beispiel stehen die einmal vor einem großen Flugzeug, das gab es gar nicht. Es gibt nur ein Miniaturflugzeug, das aber halt so dicht vor die Kameralinse gepackt wird, dass es zumindest perspektivisch hinhaut, bis man irgendwann ahnt, irgendwas stimmt hier nicht so. Und aber diese Greifbarkeit von Effekten, also quasi den Faden, den man wieder sieht oder die sozusagen mit der Perspektive getrickst, also halt in der Kamera erzeugt. Es gibt nicht noch einen digitalen, irgendwie nicht greifbaren Prozess, sondern wenn man will, im Bild ist alles schon drin. So, das ist schon, das mag ich auch. Das ist sehr faszinierend. Und ich habe keinen Faden gesehen. Ich habe zwischendurch gedacht, was geht da? Wie haben die das hingekriegt? Ja. Und das ist wirklich, also ich muss sagen, also da finde ich das wirklich sehr gelungen von dem Filmemacher, wie sozusagen diese Surreal-Schraube oder die Übersinnlich-Schraube so doch sehr dezent, also dann natürlich immer stärker und wenn der Lautstärkeregler nicht bei 10 aufhört, dann geht es ihm noch bis 11, ne? Also das passiert da definitiv, aber dieses, wenn halt eben das Geschirr mal so, ne, aus den Fugen gerät, und dann wird es immer extremer, das ist ja ein schönes Bild. Also die Welt gerät wirklich ins Wanken, und dieses Gefühl, es gibt Momente, also ich hatte Gänsehautmomente, in denen sich das auf mich übertragen hat. Und das finde ich, also dafür hat mir sozusagen das Kinoerlebnis. Hat es gelohnt. Ja. Ich bin so als Dauerkartenbesitzer auch, also weißt du, das war gut, und jetzt gleich das nächste. Wie ist das bei dir? Geht es jetzt noch weiter beim Terza Visione? Also ich gehe heute Abend nach Hause, aber am Sonntag sehen wir uns wieder. Zum großen Abschluss. Genau, denn am Sonntag um 22.30 Uhr Phänomena von Argento läuft. Gibt es eigentlich irgendeinen Anknüpfung? Du hast natürlich im Vorgespräch schon gesagt, okay, italienisches Genre-Kino ist jetzt eigentlich eher nicht so dein Ding, oder zumindest das, was jetzt hier so auf der Palette steht. Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, das kennst du schon von Argento, oder also gibt es irgendeinen Bezugspunkt, womit du schon Erfahrungen hast, wo du gerne mehr willst, oder davon bitte nicht noch mehr, das habe ich schon gesehen und das brauche ich nicht nochmal? Boah, eine gute Frage. Nee, also ich habe schon, wann war das denn? Ich glaube im letzten Oktober habe ich ja auch bei uns gepodcastet, und da habe ich von Dario Argento Suspiria besprochen. Oder es war jetzt Polopery als, ja. Als Lieblingsfilm von irgendjemandem. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber da bin ich sehr gespannt drauf, weil von dem Argento, der erwarte ich mir wieder vor allen Dingen eine extrem starke Visualität. Also das war der große Reiz an Suspiria und die Musik. Ja. Da hoffe ich ganz stark auf Phänomena wieder, dass der mich einfach einlullt in seiner Optik, Visualität oder Akustik zusammen. Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich freue mich allein schon darauf, nochmal Jennifer Connelly aus der Mitte 80er Jahre nochmal wiederzusehen. Ich wusste nicht, dass es neben Es war einmal in Amerika noch eine andere Rolle sozusagen bei einem großen italienischen Regisseur gab. So. Und für mich ist sozusagen Es war einmal in Amerika ganz fest verbunden mit der jungen Jennifer Connelly, und bin sehr neugierig darauf, was Dario Argento... Dario? Dario Argento.
Dario Argento mit ihr gemacht. Sehr schön. Daniel, dann sehen wir uns ja schon am Sonntag wieder. Bis dahin. Bis dann. Und wir hören uns. Ciao. Ciao.